Die Pfarrkirche in St. Vith ist ein Ort der Besinnlichkeit. Zum Jahrestag der Ardennenoffensive erinnert sie nun an die Kriegsgeschehnisse vor genau 75 Jahren. Originalobjekte zeigen die zerstörerische Kraft des Krieges. Beeindruckt hat mich zum Beispiel sehr stark ein Essbesteck, was man auf dem Schlachtfeld gefunden hat, von Granaten und so weiter zerschossen, aber noch als solches erkennbar, wo man diese Gräuel des Krieges sehr stark sieht. Ein Alltagsgeschirr, aber total von Krieg zerstört. Oder auch Flugzeugtrümmer, die man hier in der Gegend gefunden hat, die man hier darstellt, wo man noch zum Teil erkennen kann, um welche Objekte es sich handelt. Wenn man den großen Propeller zum Beispiel sieht, von einem solchen Jagdbomber. Doch nicht nur die Zerstörung während des Krieges, auch die Zeit davor wird thematisiert. Denn auch hier in Ostbelgien war nationalistisches Denken keine Seltenheit. Die Begeisterung war schon in den 30er Jahren sichtbar, als man feststellte, dass die Hälfte der Bevölkerung doch pro-deutsche Parteien wählt zum Beispiel, dass man sehnlichst eine Wiedervereinnahmung des Gebietes ins Deutsche Reich erwartete. Man war enttäuscht, als Hitler diesen Plan aufgegeben hat, kurz vor Kriegsbeginn. Und man war wieder begeistert natürlich, als die deutsche Wehrmacht hier eingezogen ist am 10. Mai. Geschürt wurde die Begeisterung von deutscher Propaganda. Fake News würde man heute sagen. So schlägt die Ausstellung auch eine Brücke zu aktuellen Ereignissen. Wenn man sieht, welche Auswirkungen Propaganda, Fremdenfeindlichkeit, Populismus, Nationalismus und so weiter hat, das sind ja Begriffe, die heute total aktuell sind. Die gab es nicht nur in den 30er, 40er Jahren, die gibt es auch heute wieder. Und man braucht sich die Welt nur anzuschauen. Da ist im Grunde die gleiche Gemengelage vorhanden, wie es in den 30er Jahren auch vorhanden war. Ich denke, durch die Tatsache, dass man heute Atomsprengköpfe hat, ist jeder gut beraten, eben keinen Krieg anzuzetteln. Welche Folgen der Krieg hat, wurde den Leuten auch damals bewusst, spätestens mit den ersten Todesopfern. Aber auch im Zivilleben gab es Veränderungen. Der Alltag war ja quasi von deutschen Organisationen bestimmt, ob das jetzt das Mütterhilfswerk war, ob das die Jugend war, ob das irgendwelche anderen Bereiche des täglichen Lebens waren. Alles war nationalsozialistisch unterdrückt, eingeordnet und man hat sich dem zu fügen. Also dann, denke ich, spätestens ist ja Ernüchterung eingetreten. Begeisterung, Ernüchterung und Zerstörung, genau das sind die Grundthemen. Ebenso wird die Zeit nach dem Krieg festgehalten. Die Ausstellung stellt die Stimmungslage von damals in ihrem ganzen Umfang dar. Natürlich nicht die einzige Art und Weise, an die Ardennenoffensive zu erinnern. Die Stadt St. Vith hat mit uns in Zusammenarbeit und mit vielen anderen Einrichtungen eine ganze Reihe von Veranstaltungen auf die Beine gestellt, die dann gebührend an diese 75 Jahre Frieden erinnern, aber auch eben an unsere Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass dieser Frieden erhalten bleiben kann. Es geht auch nicht nur so unbedingt darum, eine Geschichte als solche zu kennen, isoliert von dem, was heute vor sich geht. Wie eben gesagt, finden heute die gleichen Phänomene statt wie damals. Phänomene, die der Jugend heute auch unterworfen ist natürlich und die sie sich stellen müssen.